ich bin wieder Jonas von Team Buschkraft und ich möchte euch heute das Lansky-Schleifsystem vorstellen. Ja, das Lansky-Schleifsystem kommt in so einer schwarzen Plastikbox, ganz schlicht. Hier unten steht nochmal 35 Jahre Lansky drauf. Die haben jetzt 35-jähriges Jubiläum. Ja, und dann machen wir es schon mal auf. Und so sieht das Innere der Box aus. Also das ist ein besonderes Schleifsystem. Das besteht nämlich aus so einem Aluminiumstück, wo man dann, dass man nicht so fest zuschrauben sollte, sonst geht das nicht mehr auf, wo man dann hier vorne, ich habe hier mal ein paar Messer bereitgelegt, nehme ich zum Beispiel hier mal mein Mohrer, das habe ich lange nicht mehr geschärft, hätte es mal wieder nötig. Hier vorne sind so Gummi, so ein Gummischutz drin. Und dann kann man das Messer hier reinmachen und dann kann man das einfach festschrauben. Dreht man erst, wenn das Messer drin ist, also muss man so reinstecken, dass das bis zur Mitte der Klinge circa geht, je nach Klingengröße. Und dann schraubt man die vordere Schraube fest und wenn die fest ist, zieht man nochmal die hintere an. Dann wird das nochmal verstärkt. Und dann hat man schon mal das Messer im Schleifsystem. So, zum Schleifen sind dann hier in diesem Schleifsystem sind dann 5 solcher Stangen drin. Und die benutzt man in Verbindung mit diesen Schleifsteinen. Die Schleifsteine gibt es in den verschiedenen Größen. Also einmal extra grob mit einer Körnung von 70. Dann haben wir noch eine grob mit 120, Medium mit 280, fein mit 600 und extra fein mit 1000er Körnung. Und dann dreht man hier einfach diese Schraube auf und guckt, dass ziemlich die Stange mit der Unterfläche von dem Schleifsystem, also von dem Schleifstein, übereinstimmt. Und dann sind hier hinten in diesem Metallstück sind verschiedene Löcher. Da steht hier neben, das sind die Schleifwinkel zum Einstellen. Hier unten haben wir 17 Grad, dann haben wir 20, 25 und 30. Das sind so ziemlich die gängigsten Schleifwinkel bei Messerherstellern. Ja, hier bei dem Mora bräuchten wir jetzt zum Beispiel 17 Grad, aber jetzt kann ich schon mal das erste Problem von diesem Schleifsystem zeigen. Da habe ich das noch nicht ganz gelöst, da muss ich noch mal gucken, wie ich das mache. Und zwar hat man, wenn man ein Messer hat mit einer relativ kleinen Klinge, also von der Klingenhöhe relativ niedrig, hat man das Problem, dass man hier unten nicht über diese Schraube kommt. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das am besten anstelle, dass man das trotzdem hinbekommt. Aber ich habe auch noch, zum Beispiel hier habe ich mal ein Küchenmesser bei uns aus der Küche. Da werde ich auch nochmal euch das dann zeigen, wie man das schleift. Ich würde sagen, ich hole euch gleich einfach mal ran, dann zeige ich euch einfach mal, wie man das schleift. So, ich habe hier jetzt einmal das Küchenmesser, wie eben gesagt, eingespannt. Ich hatte jetzt noch kein Messer mit einer hohen Klinge. Ich bin momentan, ja mein Messer am Bauen. Die einen oder anderen werden es schon auf Facebook gesehen haben. Dazu wird auch noch ein Video kommen für die Interessierten, in dem ich einfach zeigen werde, wie ich das gemacht habe. Aber jetzt erstmal mein Küchenmesser gemacht. So zu dem Mora, weil ich ja gesagt habe, das geht nicht, da bleibt man hier an der Schraube hängen, weil der Mora hat den kleinsten Schleifwinkel und da würde man dann hier, bei dem Messer geht es jetzt mit dem, nee, hier bleibt man auch an der Schraube hängen, hier unten. Dann muss man es einfach so machen, normal kann man ja das, einfach das Schleifsystem drehen und die andere Seite schleifen, deswegen auch auf beiden Seiten dasselbe Teil. Bei dem Mora müsste man halt so machen, dass man das Messer einfach dreht und dann von jeder Seite schleift, wo keine Schraube ist. Würde auch gehen und so kann man dieses Problem überbrücken. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal das Küchenmesser reingemacht als zum Zeigen für eine hohe Klinge und ich werde jetzt auch nicht die 2 groben Schleifsteine benutzen, da ich das ja, die sind eher geeignet, wenn man einen komplett neuen Winkel auf dem Messer schleift oder wenn man sich jetzt ein Messer gebaut hat und zum Beispiel die sekundäre Schneidphase noch schleifen will, kann man die auch verwenden. Ich fange jetzt an mit einem 280er Stein. Das Ganze hier sind Ölschleifsteine, das heißt hier ist so ein Schleiföl dabei. Das sind hier knapp 30 Milliliter.
macht man einfach so einen Tropfen, viel mehr braucht es nicht, ist ein Tropfen, hier auf den Stein, dann verreibt man den, weil es doch ein bisschen wenig. Es gibt Steine, je nachdem, umso feiner die Steine werden, umso weniger Öl brauchen die, weil die gröberen halt mehr Öl aufsaugen. Einfach mit dem Finger verreiben. Und dann, hier, das ist ein Küchenmesser, also brauchen wir einen relativ steilen Winkel. Ich habe jetzt hier einen 30er drauf. Und dann geht ihr einfach so über die Klinge. Das macht er auf jeder Seite, macht man das ein paar Mal. Und dann dreht man das Ganze. Was ich gemerkt habe, ist gut, wenn man das an der Klinge entweder festhält oder hier. Es gibt auch noch einen Halter, einen Tischhalter, der hier unten reinkommt. Den muss man sich aber separat zukaufen. Ich habe auch schon eine Idee entwickelt, wie ich das anders da lösen kann, dass das in dem Halter ist. Aber das wäre ein anderes Video. Also würde man das jetzt von der anderen Seite noch ein bisschen schleifen. Dass man es ungefähr auf jeder Seite gleich angeschliffen hat. Wenn man das gemacht hat, das hier, das ist jetzt nicht so stumm, nimmt man sich den nächsten Stein, das wäre jetzt in meinem Fall den 600er, macht den rein. Macht die eine Seite, dann würde ich immer sagen, ihr nehmt euch eine Zahl, zum Beispiel 10 Mal geht ihr über jede Seite, geht ihr wieder über die andere Seite, ihr seht hier auch schon so einen Schleiffilm, kommt halt von dem Öl, ihr seht dann auch auf den Steinen, seht ihr diesen Schleiffilm, und dann schleift ihr einfach wieder auf der anderen Seite, ihr schleift immer mit so einer, nach oben, mit so einer Schubbewegung, also habt ihr immer so nach vorne und nach oben in so einer Schubbewegung. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann kriegt man auch ein Händchen dafür und dann braucht man da auch nicht mehr viel denken und dann klappt das ganz schnell. Es gibt so Stellen wie hier hinten zum Beispiel, je nach Messer, da müssen wir dann nochmal explizit drüber gehen oder manchmal auch hier die Spitze oder so muss man explizit drüber gehen. Aber das merkt man in der Regel auch schon, wenn man den Winkel geschliffen hat. Jetzt benutze ich nochmal den 1000er, den ganz feinen, und wie man schon hört, das ist jetzt auch gar nicht mehr rau, hier brauchen wir auch normal gar nicht mehr so viel drüber gehen, kommt auch mit dem drüber gehen immer drauf an, wie stumpf das Messer ist und in welchem Ding, ob man das jetzt komplett neu schleift. Ja, und wenn man das gemacht hat, nimmt man das aus der Halterung raus, dazu dreht man die Schraube locker. Und dann würden wir jetzt mit einem Lappen, den ich natürlich wieder nicht zur Hand habe, vorbereitet wie ich bin, die Klinge sauber machen. Und dann kann man halt gucken, ob es scharf ist. Das hier, das könnte jetzt noch ein bisschen schärfer, aber dafür, dass ich das jetzt so schnell zum Zeigen gemacht habe, ist das schon ganz gut geworden. Und ja, bei Küchenmessern ist es ja auch so, dass die manchmal noch so leichte Zackungen drin haben sollen, um zum Beispiel Tomaten zu schneiden. Ja. Aber das war jetzt schon mal das Lansky-Schleifsystem. Im Zubehör enthalten sind noch so zwei Schrauben. Die eine Schraube, die ist hier für die Schleifsteine, die andere habe ich jetzt, weiß ich nicht, wofür die sind. Ich vermute, dass die hier für die Schrauben, wo die roten hier sind. Ist aber keine Kappe drauf, aber die könnte man. Ah, die könnte man vielleicht hier hinten einsetzen. Probiere ich gerade mal. Es ist mir gerade eine Idee gekommen, dass man dieses Problem mit dem Mora, wie eben angesprochen, vielleicht nicht hat. Was könnte man machen? Ja, passt auch. Jetzt nehmen wir mal das Mora. Und dann dürfte das nämlich damit auch funktionieren.
hätten wir die Frage auch geklärt. Moral, dann bräuchte man nur einen Schraubenzieher. Den habe ich jetzt hier hinten. Und dann die Hinterschraube, anstatt die rote, müsste man halt einen Schraubenzieher andrehen. Muss ich jetzt mal gerade reinmachen. Und dann die hintere Schraube so andrehen. Nur dabei nur darauf achten, dass man hier nicht so fest andreht, weil nach fest kommt ab. Ja, jetzt haben wir hier mal einen Speichstein. Schlachtenwinkel. Ja, das klappt auch schon. Nur was man hier wieder das Problem hat, ist, dass man hier auf diesen Backen drauf kommt. Müsste man dann das Messer komplett, soweit es geht, zurück machen und dann schleifen. Also so hätten wir das Problem auch gelöst. Und halt noch das Öl, wie eben gesagt, auch noch im Zubehör. Ich habe das Fläschchen, wenn man immer nur einen Tropfen drauf macht, hält das Fläschchen auch schon für ein paar Schleifdurchgänge aus. So Leute, ich hoffe, euch hat mein kleines Video zu dem Lansky-Schleifsystem gefallen. Ich werde euch das ganze Schleifsystem mal unter dem Video verlinken, da könnt ihr einfach euch das mal angucken, das liegt so preislich, je nachdem wo man es holt, bei ca. 50 Euro. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch oder ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Team Buschkraft.